So, ihr Lieben, moin. Ich hoffe, Bild und Ton sind okay. Ist jetzt schon, seitdem ich hier bin, die dritte Brücke. Einmal Air Dolomiti, zweimal die Lufthansa. Und im Hintergrund eben auch gelandet die Queen. Darf auch hier vorne parken. So, und wer ist denn schon dabei? Die Christa Kessey um 7:30. Der Ulf Thomas von Fluggesellschaft. Schalten wir nachher natürlich hin gegen 12. Sarah, die Moderatorin. Loris, der die Autos liebt. Der Uwe Coolwater. HB Hagen ist dabei. Krümel ist auch dabei. Dir ein paar letzte Stunden noch im Urlaub, Krümel. Ansonsten einen schönen Flug. Inka D. ist dabei. Tanja Sanden. Lutz Trostmann. Big Ben. Alexander Helmut. Noch ein Markus. Sehr schön. Alles Frühaufsteher hier. Ja, wie gesagt, ich versuche bis 10 hier zu machen. Es kann auch sein, dass es nur bis 9:30 ist. Hängt wieder vom Wetter ab. Soll wohl wieder teilweise nieseln und böig sein. Im Prinzip so wie gestern, aber heute sind wir ein bisschen früher da, damit wir wenigstens vielleicht eine Stunde, anderthalb voll kriegen. Ansonsten habe ich heute auch noch Programm und heute Mittag geht es ja weiter mit dem Thomas aus München. So, Guy oder Guy Hauer ist dabei. Grüßt aus Luxemburg. Bonjour. Oliver ist dabei. Markus Glor, Uwe aus Leipzig. Ja, dann warten wir noch 20 Minuten ungefähr, wenn es kein Delay gibt. Denn ich will unbedingt die weiße Singapur haben. Das letzte Mal hatte ich sie nur kurz. Einmal hatte ich sie, als sie Richtung Frankfurt gestartet ist, auf der 7. Nach New York schätze ich mal eher schlecht hier vorne auf der West, aber wenigstens auf der Center muss ich dieses weiße Ding unbedingt mal mitnehmen. Die Line ist dabei. Und Christian Kölner. So, jetzt stehen wir hier. Jetzt sind fast alle Brückenplätze besetzt. Ach, Parkplätze hier. Von den Fliegern, also höchstens Platz nur noch hier links, maximal 2, glaube ich. Gucken wir noch mal, was sich da hinten so abspielt. Im Cargo-Bereich ist gerade die Lufthansa 777, die Air Dolomiti rollt auf Short. Und die Cathay Pacific Cargo. Das letzte Mal sonntags, ich weiß nicht, ob der Thomas sie hatte, war die Cathay Cargo da im Schriftzug ohne Pacific. Heute haben wir wieder mit Pacific. Fliegt nach Mailand, ich glaube gegen 8:30, 8:45. Gucken wir doch mal, ob wir den nachher mitnehmen. Mega! Christian Kullmann auch dabei. Schön. Ja, noch ist es trocken. Noch ist kein starker Wind. Deshalb kann ich wunderbar den Chat mitlesen. Und wenn gerade noch nicht so viel los ist an Takeoffs, nehmen wir doch mal die nächste Landung mit. Der A340. Lavendel, moin! Ja, auch guten Morgen an alle stillen Zuschauer. Good morning to all of you. Today approximately 2 hours live on air. It depends due to the weather conditions. Feel free to write in English. Don't be shy. And feel welcome. Inbound A340. Ja, ich habe gesehen, eine Papagei leider auf 11 Uhr, aber den schaffe ich heute nicht mehr. Macht ja nichts. Hm.
So, und zwar ist das die Lufthansa im A340 aus Indien, aus Chennai, früher mal Madras. Ja, ansonsten bin mal gespannt, ob wir heute wieder so einen schönen Window Wave bekommen. Ich schätze eher nicht. Das sind so unvorhergesehene Ereignisse. Da hatten wir aber gestern richtig, richtig Glück gehabt. Quasi die Entschädigung für das schlechte Wetter und den Abbruch. Ansonsten bekommen wir gleich die Lufthansa Cargo im A321 nach Larnaca. Dann rollt wohl gleich auch die Austrian im A321 zu uns. Es klart sogar gerade ein bisschen auf. Klasse. So. Und auf der Nordwest landet der Dreamliner von der American aus Dallas. So, 100 Frühaufsteher, sehr schön, freut mich, guten Morgen. Good morning to 100. Early birds today. So, Lufthansa A321 Cargo to Cyprus. Aber wir kriegen Brücke, Leute. Schön, dann nehmen wir die nochmal mit. Motle ist dabei, Martin S. Brücke am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist jetzt schon die vierte heute. Ich hoffe, dass er winkt. Wäre schön. Guckt er? Nö. Haben ganz lässig die Sonnenbrille auf. So, dann schwenken wir doch mal zum Flieger hier vorne. Wer nicht winkt. Und nehmen den ersten Takeoff hier vorne auf der Western gleich mit. Nämlich die Lufthansa Cargo nach Larnaca, nach Zypern. So, die Jackie ist auch dabei. So, nächste Brücke. Hört sich zumindest so an. Könnte sein. Dann hoffe ich aber, dass wir die Lufthansa hier vorne noch erwischen mit dem Start. Ne, die American fährt natürlich weiter. Das wäre es ja jetzt auch gewesen. Das einzig Gute ist, dass wir leicht bewölkten Himmel haben. Die Sonne blendet nicht. Das ist hier morgens immer so ein bisschen an diesem Punkt schwierig mit dem Gegenlicht. Da ist der Felsen besser. Jo,
Matthias hat es auch geschafft, ein weiterer Frühaufsteher. Hui, und wir kriegen ein rotes Söckchen von der Condor. Also gerne rote Herzchen in den Chat schreiben. Und der Uwe schreibt es auch rein, das ist die Condor im A321 auf dem Weg nach Rhodos. Ja, da würde die Sarah bestimmt jetzt auch gerne drin sitzen. Romy hat es auch geschafft. Moin. Steve ist dabei. Morgen. So, Lutz, Sarah, Markus und Lavendel feiern schon mal die Condor mit roten Herzchen. Das ist schön, wenn ihr den Chat ein bisschen bunt macht und aktiv mitgestaltet. So, alles frei. Seems to be rolling takeoff to Greece. And here we go. Da hebt er auch schon ab. Knapp 3 Stunden nach Rhodos. Ja, heute ist die Nordwest wie immer früh am Morgen hochfrequentiert. Kommen nämlich schon wieder die nächsten 3 rein. Also wenn ihr mal einen Stream sehen wollt, nur Landungen an der Nordwest, müssen wir ganz früh aufstehen. So, 149 dabei. Schön. Guten Morgen an alle. Was Oslo nach Funchal wird nach was diverting to London. Lutz, welcher Flieger denn? So, Vögelchen im Hintergrund, richtig toll. Gerade wieder ein bisschen Pause. Einmal die Lufthansa Group mit Lufthansa, Lufthansa Cargo und der Air Dolomiti. So, immer mal einen Blick nach hinten werfen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es trocken bleibt bis 9:30 Uhr. So stand es zumindest auf dem Regenradar. Und wer von euch dann die Singapur entdeckt, die Weiße, darf es gerne reinschreiben. Ja, schade, dass er nicht nach Frankfurt umgeleitet wurde, Lutz. Ui, Leute, Alfred hat Frühschicht. Alfred, der Airport-Fuchs. Gerade hier oben ein Taxiway-Check. Und weg ist er, der Kerl. Schön, haben wir den doch auch mal erwischt. Nicht immer nur abends, sondern mal bei seiner Frühschicht. Schön. So, Matthias, vielen lieben Dank.
Ich hatte in der Tat heute noch keinen Kaffee. Den gibt es für mich wahrscheinlich erst gegen 11:30. Von daher vielen Dank. Fabian Klapproth ist dabei. Genau, Lutz und die Sarah hauen die Alfred-Sticker raus. Unser Fuchs mit einem Flieger. Tolles Emoji. Danke nochmal an den Matze für das tolle Bild. So, Jackie und Christa feiern auch den Fuchs. Schöne Sache. Daniel aus G ist auch dabei. So, ein wenig wird es windiger hinten, aber soll mich noch nicht stören. Lieber Wind und Trocken als Wind und Regen oder nur Regen ohne Wind. Aber so wie ich merke, dass wir gestern die ersten Äste da von den Bäumen hinter mir runterknallen oder sagen wir mal Zweige, dann muss ich überlegen, ob wir weitermachen. So, Guy kündigt eine Air China an und zwar aus Peking. Aber wir gucken mal hier vorne auf die Lufthansa Cargo. Daniel S. ist auch dabei. Dominik Kreuzer, moin. Auch dir geht's bald wieder besser, habe ich dir doch gesagt. Alles braucht Zeit. Du kriegst das hin, Dominik. Gute Besserung weiterhin und liebe Grüße nach Österreich. So, wo ist eigentlich unser Geburtstagskind von dieser Woche? Habe ich noch gar nicht gelesen. Kommt er heute noch? Lutz ist der Erste, der es bemerkt. Das ist die Lufthansa, die Gelbnase. Ui, was macht denn die Feuerwehr da hinten für schöne Übungen? Klasse, halten wir da mal da drauf. Bin mir nicht ganz sicher, könnte aber auch so ein Trainingsbereich sein hier hinten. Weil wie man sieht, da ist die Feuerwehr. Und hier gab es eben Wasserfontänen. Da gerade kein Traffic ist. Halten wir mal kurz da drauf, vielleicht sehen wir noch die ein oder andere Löschübung. Rudi Kirschmeier, guten Morgen. Und die Yvonne ist auch dabei. Ja, also ich hoffe, ihr seht's, es wird gelöscht. Haben heute wohl Trainingstag früh am Morgen. Die hatten es gut, die hatten bestimmt schon ihren Kaffee oder ihr Frühstück. Good morning, Kalimera to Greece. Daniel Andringa, auch dabei. Ui, fliegst du heute nach Peking? Dann schon mal einen guten Flug. Ja, schade, dass das Häuschen jetzt dazwischen ist. Sonst könnten wir der Feuerwehr mal ein bisschen direkt zugucken. Danny, Grüße nach Lautern. So, 226 Frühaufsteher Sonntag. Hier im März um 7:45. Schön, Sandwich. Guten Morgen. Ja, hat sich so angeboten. Ich muss heute sowieso noch an den Flughafen. Und da konnte ich das gerade mit einem kurzen Stream verbinden. Holger, moin. So, für uns geht es hier vorne dann auf der West auch weiter. So. Ricardo greets to Brazil. Benjamin Pfaff, ui, er lebt noch, der Benjamin. Guten Morgen. HB feiert die Sonntagmorgen-Streams. Cool. So, und wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Lufthansa im A319. Die der Uwe angekündigt hat.
Auf Short haben wir jetzt noch eine Air Dolomiti, aber die hält die Position. Wahrscheinlich geht dann die Lufthansa zuerst raus. Wir werden es sehen. Sunday morning, 10 minutes before 8:30. Good morning to all English speaking viewers, live from Frankfurt. Next takeoff, Lufthansa A319. Und takeoff. Ja, nächsten Sonntag, Ostersonntag, bin ich für euch im Ausland. Wird jetzt wahrscheinlich gefrühstückt, damit wir euch nächste Woche ungefähr von 10 bis 16 Uhr was anbieten können. Also freut euch drauf, abonniert, aktiviert die Glocke, folgt auf Insta, der WhatsApp-Gruppe, wie auch immer. Wenn ihr einen Ostersonntag-Stream sehen wollt, gerne nächsten Sonntag mal zur Frühstückszeit auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich verspreche euch, es ist kein Flughafen in Deutschland. CH, guten Morgen, Thomas Böttcher, Jörg Gutzart, Wahid 89 und ich nehme an Tri Hang. So, weiter geht's für uns. Air Dolomiti, Embraer. Wenn es gleich hupt, nicht erschrecken, hier vorne fährt ein De-Icing-Fahrzeug lang. Dem winken wir mal, vielleicht hupt er ja zurück. Philippe, moin, Marion, hallihallo und Peter Müller. So, wann kommt er denn? Der Enteiser? Jetzt. Da ist er doch. Ah, sehr fokussiert aufs Fahren. Wie man sieht im Hintergrund, es wird schon etwas dunkler. Der Wind kommt aber ungefähr von rechts. Sieht so aus aus Südwest-West. So, auf Short, Rio, guten Morgen, Dominik Kreuzer. Hinten rechts auf Short haben wir noch einen, der rausgeht, deshalb gleich viel Zeit für die Air Dolomiti hier vorne. Und denkt dran, Leute, habt bitte die weiße Singapur im Blick. Die sollte eigentlich jetzt um 8.20 Uhr rausgehen. Müsst ihr dann jeden Moment kommen. So, Air Dolomiti nach Österreich, nach Graz. Dann haben wir noch die Lufthansa nach Marseille. Ah, und on radar White Singapore 777. To JFK. Aber erstmal auf nach Graz. Dagi, moin. Marlies, guten Morgen. Danke an alle Frühaufsteher hier am Sonntagmorgen. 8:30 hatte ich ja noch nie über 200. Wir kratzen ja schon an den 300. Was ist denn da los? Freut mich sehr. Wird dann aber heute definitiv der letzte Stream. Dann geht's erst weiter am Ostersamstag. Für euch im Ausland. So, next one. En route de France, Marseille, Lufthansa. Runter an die Côte d'Azur nach Marseille. Jackie, Mitglied seit 9 Monaten, Hagenschau, hab nur 1 Monat verpasst. Marcel, top. Gabriel hat's auch hierher gefunden. Guten Morgen. Ja, bonjour, buenos dias, good morning and hello. A321 auf nach Marseille. Here we go.
So, A380 Aviation grüßt aus Heusenstamm aus der Nachbarschaft. Im Prinzip genau in Blickrichtung geradeaus hinter Richtung Zeppelinheim. So, the JB6, moin in den Norden. Joachim Köhler auch dabei. So, und ich habe da eben noch jemand gelesen aus Mainz, auch in der Nachbarschaft. Genau, die Marlies habe ich ja schon gegrüßt. Marlies grüßt aus Mainz, einmal quasi hinter mir. So, und für euch der nächste Inbound. Ein Heavy, wer weiß denn, was es sein könnte, ohne auf Flightradar zu gucken. Erkennt ihr vielleicht den Typ, die Fluggesellschaft, irgendeine Idee? Romy, Mitglied seit 10 Monaten, bin auch ein Kind der ersten Stunde. Ja, sehr schön. Also ich kann euch sagen, mein erstes Mitglied war, glaube ich, entweder die Leo oder die Christa. Die beiden verwechsel ich gerne mal. Eine von den beiden Damen war die erste. Dann kam Martin S. Und der dritte war der HB, der Hagen. Meine ersten drei Mitglieder von der ersten Stunde ohne Unterbrechung. So, Matthias tippt auf die United. Ich würde mal sagen, wenn er nicht geguckt hat, hat er recht. Die United im Dreamliner ist das. So, hier hinten ist noch schön platt. Heißt, wir würden die weiße Singapur wunderbar eigentlich für den kompletten Takeoff erwischen. 324 am Morgen. Guten Morgen, ist ja Wahnsinn. Greets to all viewers. 344. Nice to have you here. Thanks a lot. Und wir kriegen Brücke Nummer 5 heute, aber erst die zweite im Stream. Wave your hands. Bridge action behind us. Gerhard Runke ist dabei. Jörn F. grüßt auch. So, dann schwenken wir doch mal rüber. Brücke, Brücke, Leute. Mal gucken, ob er winkt. Kann schon mal so viel sagen, es ist eine Lufthansa. Zum Glück hat Alfred seine Runde eben gemacht. Hier fehlt uns eigentlich noch so ein Window-Opener. Na, will er? Nö, guckt nach links, guckt nach rechts, ist doch alles frei, aber winkt nicht. Sei es drum, das Flugzeug hat gewunken. Der Pilot nicht. So, die Austrian rollt zu uns runter und da hinten müsste ja dann die 777 von der Air China sein. So ist es auch. Inbound aus China. Kanal Kurdistan, grüß dich. Kann es sein, dass du letzte Woche Sonntag auch in Zeppelinheim warst beim Thomas, wo ich bei ihm war? Und Touchdown für die 777. Der Air China. So, Singapur rollt, sehr gut. Mario Seibt grüßt alle Kerosinhaie aus Berlin. Von rechts rollt noch ein CRJ. Hier vorne die Austrian nach Wien. Das ist immer so schön, da braucht man nicht mal einen Flugplan. Man weiß automatisch, Austrian fliegt nach Wien. Haben ja die Routen nach Linz, Graz, Klagenfurt, Innsbruck alle eingestellt. Übernimmt ja die Air Dolomiti bzw. die Lufthansa. So, wen habe ich denn vor lauter Brücke vergessen? Thomas Böttcher. Ansonsten alle da. In 20 Minuten muss eine Boeing landen, schreibt der Gabriel. Ja, schauen wir mal. David, guten Morgen.
So, jetzt wird es hier voller. Noch sehe ich die Singapur nicht. Deshalb widmen wir uns erstmal der Austrian. So, die Kollegen in Blau fahren jetzt schon die zweite Runde hier lang. Was denn da los? Auf dem Weg zur Leo nach Wien im A321. So, hinten sehe ich ein weißes Tail, aber ich glaube nicht, dass es die Singapur ist. Das müsste sich eigentlich, ja, eigentlich habe ich gute Augen, das ist die Air Belgium, die heute Mittag wieder für die Sri Lanka nach Colombo fliegt. So, ein Flughafenfahrzeug hier vorne, aber auch vertieft. Frank Orlowski grüßt aus Heusenstamm, Grüße zurück. Und Erei ist auch dabei. So, dann halten wir doch mal drauf, weil wenn die Singapur in Weiß kommt, nicht wundern, da bin ich still. Den Takeoff laden wir dann für alle als Clip im Nachgang nochmal hoch. Oder nur für die Mitglieder, überlege ich mir noch. So, kurz vor 400. Frank grüßt aus Köln, cool. Eigentlich ist die Singapur kurz davor. Wir kriegen wohl gleich noch eine 777 Luft. Ach, Emirates Cargo nach Dubai. Hier vorne die Lufthansa nach Paris. Die lasse ich liegen. Und wen haben wir hier noch? Erstmal nichts mehr. So. Waiting for Singapore 777 to JFK. Just white. So, Erei macht nochmal auf die Likes aufmerksam. Danke, Erei. Ja, wenn es euch gefällt, gerne liken. Kostet nichts. Ihr zeigt, dass es euch gefällt. Ich weiß hinterher, dass es gut ankam. Von daher dürft ihr das gerne tun. Ob jetzt oder am Ende, steht euch frei. Und wir warten auf die weiße Singapur. Von den Wetterverhältnissen gerade müsste das wunderbar klappen. Hinten ist es noch leicht blau-grau. Schauen wir mal. Frank H. grüßt aus dem Sauerland. So, die Singapur steht genau parallel. Wird wahrscheinlich warten auf den Inbound von der Lufthansa aus Dallas, die ihr oben rechts im Bild gleich seht, unter meinem Kanalbanner. Und dann dürfte doch die Singapur kommen. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne schon mal weiße Herzchen reinschreiben, falls ihr Bock auf die weiße Singapur habt. If you wanna see 777 Singapore, a dream in white to JFK. Right, white hearts in the live chat, but hurry up. MS Modellwelt, moin! So, und ab geht's, Takeoff Singapur.
Klasse, haben wir sie doch noch mal erwischt von vorne bis hinten. Supi. So, Big Ben ist dabei und Achim Werner. So, da hinten haben wir aus dem Cargo-Bereich die Emirates Sky Cargo. Davor die gelandete Lufthansa im A330. Und hier vorne parkt die United im Dreamliner. Haben wir gerade Glück gehabt, weil genau jetzt, wo er parkt, wäre er wunderbar im Bild von der Singapur gewesen. Ja, Hagen, komplett in weiß geht ja nicht. Sonst sieht man ja das Starlines-Logo nicht, deshalb mussten sie irgendwas mit bisschen schwarz und grau machen. Man hätte ihn natürlich auch wie die Air Neuseeland komplett in schwarz machen können und hätte einfach das Starlines und das Logo weiß gelassen. Wäre natürlich auch cool. So, was haben wir da hinten bei der Lufthansa Cargo? Ein Outside-Check. Müsste ja auch dann bald losgehen für die Lufthansa Cargo, die Uniform Alpha. So, André Kruska ist dabei und die Heidi Fuchs. Guten Morgen und ja, auch Good Morning to all silent viewers, an alle Stillen. Grüßt euch alle. Moin Moin, Bonjour, Calimera, Buenos Dias. Nice to have you here. So, vor uns geht's hier vorne weiter im Programm. Marion Schleicher ist jetzt im Palmenlevel. Schön, herzlich willkommen. Müssen wir mal gucken, wie viele Mitglieder fehlen. Dann können wir ja noch bald wieder zwei neue Emojis raushauen. Müssten wir dann mal überlegen, was wir machen. Vielleicht gibt es auch eine Abstimmung oder ihr reicht wieder Wünsche ein. Schauen wir mal. Also hier im Bild die Lufthansa A320 nach Budapest, nach Ungarn. Und es rollt auf die Center die Lufthansa nach London. So, hinten hat eine Swiss nach Zürich ihren Push. Gehe aber stark davon aus, der wird wahrscheinlich ganz außen rum fahren und auf Short gehen. Und wir kriegen einen Inbound aus Seattle. Das könnte ja noch ein Kandidat für hier vorne sein. Manchmal kommen die Amis ja auch über die Brücke. So, der Wind zieht an. An alle, die wissen, wo ich hier stehe, der Wind kommt quasi über meine rechte Schulter. So, Takeoff nach Budapest. Und wenn es klappt, schwenken wir nochmal links auf die Landung. Ganz kurze Frage an den Hagen. Warum hast du den Matthias jetzt gelöscht? Oder die Kommentare ausgeblendet? War doch alles okay. So, Takeoff. Lufthansa nach Ungarn, nach Budapest. Doch noch mal die Landung mit, hat eben nämlich schön leicht gewackelt. Also wenn der Brücke käme, wäre es schön, aber ich glaube, die Chancen sind zu gering. Aber wie gesagt, erfahrungsgemäß ein Vierstrahler aus Amerika kam bisher immer moins sonntags über die Brücke. Gucken wir mal. So, da hinten haben wir das nächste Tail. So, da hinten kommt ein Bus. Das ist ein gutes Zeichen, wenn Busse kommen.
Gabriel, welche Boeing ist das denn? Schreib doch mal bitte die Flugnummer oder die Fluggesellschaft rein oder woher. Und dann können wir nämlich genau draufhalten und das richtig einblenden und ankündigen. So, der nächste Inbound auf der Nordwest ist die United aus Denver im Dreamliner. Die Emirates nach Dubai rollt hier runter. Vorhin hatte ich, als ich kam, auch eine Emirates Sky Cargo, die allerdings auf Short raus ist. Mal gucken, wo jetzt der hoch macht. Für uns geht es dann gleich weiter mit einer Lufthansa nach München zum Thomas heute runter. Also wenn einer noch schnell mit will, live vor Ort zu sein in München, der sollte besser die Maschine jetzt nehmen. Kai, grüßt aus Köln. Und Teenage Kicks ist auch dabei. So, da haben wir doch noch mal ganz kurz den Dreamliner von der United. Ja, wenn ich nächstes Wochenende da gewesen wäre, wäre ich vielleicht mal an die Nordwest, aber da sind wir ja woanders. Was haben wir denn da Schönes? Ach, das Grüne ist ein Baukran. Ich war schon am Überlegen, was ist das? So, von hinten dreht die Lufthansa im A340. Jetzt ist die Frage, kommt er vielleicht tatsächlich Brücke oder nicht? Ich tippe auf Nein. Ich glaube, wir freuen uns aber alle, wenn doch. Franka, Lufthansa Queen aus Bengaluru, danke dir. Dann meint der Gabriel vielleicht die. Ich sehe schon die Lufthansa nach München. So, nein, der 340 ist zu schnell. Der rollt weiter. Schade. Keine Brücke, macht ja nichts. Ja, ein Kaffee, das wäre jetzt schön. So, 777 Emirates Sky Cargo to Dubai nach DWC. Captain Shark, morgen. Ja, moin, greets back to San Diego. So, Emirates, komm runter, wenigstens auf Mitte. Bitte nicht auf Short. Wir wollen den Triple Sound haben. So, für uns geht's aber weiter mit der Lufthansa to Munich A321 auf dem Weg nach München. Zu Thomas, zu Nikolas, zu, wen haben wir da noch? Zum Chris, Sebastian Kolze, die ganzen Bayern, Sarah und die Helen und noch viele mehr. So, Takeoff. So, noch nicht mal Viertel vor neun und 430 Zuschauer. Danke dafür. Cool, cool, cool. Wenn alle 430 ein Like da lassen, beim einen oder anderen geht es vielleicht nicht oder der ein oder andere möchte nicht, müssten wir aber trotzdem schon bei 400 sein. So, von links A320, Discover to Spain, seems to be Mallorca. Ach, und auf der Mitte 777. Dubai. Der Sack, da kürzt er ab. So, Sarah hat schon vorgemacht. Rot, schwarz, grüne Herzchen. Let's celebrate Emirates Sky Cargo with green, black and red hearts. So, es war dann doch noch nicht von links die Disco nach Malle.
Der wird nämlich geschleppt, das konnte ich eben nicht erkennen. So, Takeoff für die 777. Von links sehe ich die Queen kommen, ich sehe aber auch die Croatia mit dem Propeller in der Dash. Schwenken wir doch mal rüber. Und jetzt sag nicht, ich krieg Brücke, so ein kleines Teil. So, ganz schnell zurück. Inbound Croatia, Turboprop, die Propeller. Hinter den beiden Lufthansa-Maschinen, toll. Aber sie rollt gleich ins Bild. Da ist sie doch. Der einzige Propeller, der hierher kommt. Austrian hat ja keine mehr. Die Tschech kommt ja auch nicht mehr nach Frankfurt aus Prag mit der ATR. Gut, die Simex ist halt Cargo, aber als Passagier haben wir eigentlich nur noch die Croatia. Luxair gibt es ja hier auch nicht mehr. Die Route hat die Lufthansa übernommen. Ja, Thomas, das Wetter ist auch noch gut, soll aber wie gesagt in einer Stunde, spätestens in zwei, hier auch wieder sehr, sehr böig, windig und regnerisch werden. Deshalb heute mal wieder der frühe Vogel, wir nehmen mit, was geht. So, Lufthansa inbound from India, Bengaluru. 467, cool, danke dafür. Schaffen wir einmal die 500 am frühen Morgen. Würde es mich freuen, sehr sogar. Auch mein Team würde es freuen. Can we reach 500 viewers only for a second? That would be great. Inbound Queen from India, Bengaluru, Lufthansa. Ruven Stolte ist dabei. Josef Hüttinger ist auch dabei. Und Blackwood Hinterland. Ich habe einen ganz normalen Sony Camcorder, also kein Fotoapparat. Schade, dass da die Lufthansa jetzt geparkt hat. Mal gucken, ob wir den Touchdown mitkriegen. Ja, doch knapp, aber es hat gequalmt. So, 490. Leute, 10 Stück fehlen noch, damit wir einmal den Peak von 500 heute hinkriegen. Haben wir eine Condor und eine Thai. Ui, und von links landet gleich ein A340 auf der Nordwest. Daumen drücken, vielleicht kommt der ja über Brücke. So, Detlef S. ist dabei und grüßt alle. Schön, dass ihr wenigstens noch den Weg zu mir kurz hergefunden habt. Und gleich dann die Gewissensfrage oder Glück an die, die mit dem Handy, Tablet doppelt gucken können. 500 erreicht. Coole Nummer. Danke dafür. Kai Ölschläger ist auch dabei. So, gucken wir dann nochmal schnell, was das für ein A340 ist. Ui, es ist der 600er, Leute, aus Houston. Der kam schon mal unvorhergesehener Dinge über die Brücke. Also ich würde ausflippen, wenn das heute wieder tut.
Matthias, haut einer raus und Glückwunsch an die Heidi. So, Lufthansa inbound, A340-600, the large one from Houston. Enjoy. And fingers crossed for bridge action. So einen Durchstarter würde ich aber auch nehmen, aber letzten Endes sichere Landung, das zählt. Ja, so ein kleiner Vorgeschmack, so eine kleine Preview, was heute Mittag alles noch so auf YouTube kommen könnte aus München. A340-600. So. Und wir halten, wo ist er denn? Auf die Queen. Modellwelt. Ja, heute Morgen war die Royal Jordanien schon da in der Retro. Vor ja, einer halben Stunde, ja, knapp einer halben Stunde hatten wir die weiße Singapur. Ansonsten haben wir heute ja ein paar Söckchen. Ein paar mit der Star Alliance Lackierung, aber weiter oder großartig habe ich nicht geguckt. Wie gesagt, ich hätte höchstens Zeit bis 10. Roland Schneider ist dabei, wünscht einen schönen guten Morgen und Grüße von Oskar aus München. Rakete. Christian grüßt aus Köln. So, keine Busse hier vorne. Also ich glaube, die Chance auf den 340-600, die ist gering. Aber wie gesagt, es wäre ja cool gewesen. Und noch sind wir in der Verlosung. So, Romy haut die Queen-Emojis raus. Das ist schön. Dafür sind sie ja da. Ist das eigentlich mein, in Anführungszeichen, Baby, die VW? Ich glaube schon. Kann das sein? Nee, oder VV. Ganz erkenne ich es gerade nicht. Mein Baby ist nämlich die Victor Whisky. Weiß mein erster Jumbo war, wo ich mitgeflogen bin. So, der nächste Heavy Inbound. Dreamliner United. Ja, ich merke hinter mir auch etwas Wind. Wie ihr seht, eher ein wenig wohl auch. So, und dann ist die Frage. Unvorhergesehene Dinge haben wir. Einfach das Glück der Tüchtigen wie gestern mit dem offenen Fenster und kriegen als Überraschung den A340-600 hinter uns oder eher nicht. Ja, für die, die mittags dann bei Thomas nicht können, biete ich halt jetzt am Morgen was an. Wie gesagt, so eine Art Vorband. Es ist ja ein Geben und Nehmen bei Thomas und mir, von daher nochmal liebe Grüße an Fluggesellschaft. So, Stefan Kramme grüßt aus Kärnten. Liebe Grüße nach Österreich zurück. Ja, A340-600, ja. Da gibt es nachher in München eine Menge. Wir haben hier in Frankfurt zwei, nämlich Houston und Bogota. Und ja, links rollt er vorbei. Schade, schade, schade. Das wäre unser Preis gewesen. Aber ich verzichte gerne auf Brücke, wenn dafür das Wetter noch eine halbe Stunde trocken bleibt. King Cashy. Ja, aber ich denke mir, das wird der Thomas noch mal sagen oder hat er schon ein paar Mal gesagt. Er hat da mitgemacht und mitgedreht, aber Thomas hat jetzt auch seinen eigenen Kanal Fluggesellschaft. So, an alle Condor-Freunde. Hier hinten einmal die A330 Neo in der Beach.
So, und gegen 9 oder 10 wurden Böen angekündigt. Es wird wieder windiger. Hätte ich ja besser noch die dicke Winterjacke rausgeholt. Wie gesagt, solange es trocken bleibt, ist mir alles recht. Viel Wind heißt natürlich auch andere, sagen wir mal, Starts. Vielleicht ein Wechsel, dass alles wieder zu uns kommt oder dass die West nicht benutzt wird. Windkomponente, sehr wichtig. Ja, genau, die Highfly ist nur die Frage, wo er startet. Normalerweise schätze ich mal auf Center, darf aber gerne zu uns runterkommen. So, vor uns geht's weiter. Nächster Takeoff Lufthansa im CRJ 900. Aber ihr wollt bestimmt die Großen sehen, also hier die grüne Condor. So, ui, die Leo hat es geschafft, sehr schön. So, 50 Leute haben sich schon von den Luftschiffen zu den schwimmenden Schiffen verabschiedet. Und die, die noch da sind, werden mit Flugzeugen und Kerosin versorgt. So, hier vorne haben wir einen Bus. Passagierfahrt. Ui. Vielleicht haben wir hier vorne gleich einen Push. Ich schätze mal die Air Dolomiti. Ja, sieht so aus. Dass die Air Dolomiti gleich gebordet wird. Gerhard Runke, vielen Dank dir. Haut einer raus und die Dagi hat gewonnen. Falke grüßt alle Freaks. Grüße zurück. Und Wolfgang Grie schreibt, der zweite Singapur-Flieger im Final. Ich bin sehr froh, dass wir heute die weiße Singapur erwischt haben beim Start. Und zwar geht die Singapur auf die Nordwest. Dann halten wir da doch auch mal drauf. Wie gesagt, Nordwest, wenn ihr möchtet, wäre auch mal eine Möglichkeit. Aber dann müssten wir alle wieder Frühaufsteher sein, weil ab 9:30 ist da nichts mehr los. So, die Lufthansa Cargo nach Peking, hier die Triple. Und zwar unsere Gelbnase ist auch auf dem Radar. Schön, vielleicht kommt er ja zu uns. Der Weg zur West ist kürzer wie zur Center, aber für euch hier inbound Singapur. Starten tut auf der West eine kleine Lufthansa im CRJ, deshalb Focus A350 Singapur. So, und hier vorne gleich Lufthansa 777 to Beijing, waiting for pushback.
jetzt haben wir das Problem, Pushback oder die geschleppte Condor. Die Condor hatten wir schon, also gucken wir doch unsere Gelbnase hier vorne zu. Mayu, guten Morgen. Ja, Linz wird rausgenommen. Leider wird auch Innsbruck rausgenommen zum 31. März. Und in Rumänien wird auch noch eine Strecke nicht bedient. Ich glaube, es war Timișoara oder Cluj. Lufthansa grüßt aus Wiesbaden. So, Pushback. Ui, Brücke, Leute, Brücke. Die Condor kommt, die Condor kommt. Was ist denn da los? Die Socke. Condor A330 in Green. Ja, dann macht mal den Chat grün. Green Hearts gerne ausflippen. Das ist ja schön, die Condor kommt mal hierher. Freut uns. Schöne Sache. Wird so farbenfroh hier. Condor, die Gelbnase. Schön. Schade, wollte nicht. So, und die Lufthansa Gelbnase face to face, solange es noch geht. Weil gleich dürfte ja dann die Condor, glaube ich, ins Bild fahren. Martin Beierl grüßt aus der Stadt mit den drei Flüssen. Ja, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Heute haben wir bei Brücke, was das Winken betrifft, bisher echt Pech. Das war gestern richtig Glück mit dem Winker und dem offenen Fenster. So. Robert, danke, das ist doch eine gute Idee oder Alternative. So, und Engine Start für die Lufthansa Cargo. Ja, Leute, hier vorne ist gerade viel los. Hier haben wir eine Air Dolomiti zu uns, unsere Gelbnase, die grüne Condor und hier vorne Pushback von der Air Dolomiti. Also gerade ist hier vorne auf dem Bereich sehr viel los, deshalb gehen wir mal mit dem Zoom raus, damit ihr soweit alles sehen könnt, was hier vorne los ist. Mike Hotel, moin! So, immer mal so den Regen oder den Himmel hinter mir kurz beobachten, sieht aber noch gut aus. Wie gesagt, 9:30 habe ich angepeilt. Alles, was drüber geht, ist einfach, ja, Glück, dass wir dann mitnehmen. So, Gelbnase kommt bestimmt gleich zu uns. Condor hatten wir schon, Brücke, dann gucken wir noch mal hier beim Pushback von der Air Dolomiti zu. Ja, es fängt leicht an zu tröppeln. Wäre aber nicht so schlimm. Wie gesagt, der große Regen soll eigentlich gegen 10 kommen. Genau, heute mal der Early Bird. Timo, guten Morgen. So, Lufthansa Cargo hat das Licht an. Ja, ich habe gehofft, sie rollt hier vorne lang, aber da ist der Weg mit der Condor und der Air Dolomiti jetzt zu. Also wird die Lufthansa Cargo wohl gleich neben der, ja, ich sage immer Schallmauer, neben dem Blast Fence, heißt es ja hier vorne, an der West wohl links abbiegen.
Vielleicht haben wir ja Glück und die Erdolomiti winkt wieder unvorhergesehene Dinge. Gab es ja auch schon. Just for Fright. Wir hatten heute 5-mal Brücke und noch keinen einzigen Winker. Nein, Aerologic und DHL waren noch nicht dabei. Nur Lufthansa, 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 Air Dolomiti und die Condor. Jackie Hughes, good morning. So, hier vorne geht's echt gerade mal los. Wir haben hier vorne 1, 2, 3 Takeoffs. Ein Push. Und die Lufthansa Cargo. Ja, wir warten alle auf den W. Ich auch. So, klasse. Die Lufthansa kommt doch hier vorne lang. Supi. Also, genug von der Erdolomiti. Dann haben wir doch hier die Gelbnase Lufthansa Cargo to Beijing 777. Vielleicht haben wir das tolle Glück und es winkt einer. Frank, die Erdolomiti hat genau auf diesem Taxiway, den er gleich fährt, uns schon mal gewunken. Schauen wir mal. Wenn natürlich jetzt die Lufthansa Cargo dasselbe von dem 330er gestern macht, wäre es ein Traum. Keiner da, weit und breit. Ich versuche gleich mal den Hampelmann. Vielleicht klappt's. Jawohl, Leute. Er hat gewunken. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Die Gelbnase. Sauber. Klasse, klasse. So wird das gemacht. Schön. Das Gelbnäschen hat gewunken. Jackpot. Ich glaube, ich werde mir den ein oder anderen Clip im Nachgang rausschneiden und für ein Kanal-Intro benutzen. Ha. Schöne Nummer. Also, Takeoff Discover A320, followed by Air Dolomiti Embraer, Lufthansa Freighter 777 and another Air Dolomiti. So, Takeoff, Disco. Ich hoffe, ihr habt alle den Winker gesehen. Wenn hier keiner steht außer mir, das ist mir auch egal, ob ich hier rumspringe und den Kasper mache. Aber man muss ja auffallen und gesehen werden. Und es hat funktioniert. Freut uns sehr. Also, der Taxiway führt heute 1-0 gegen die Brücke. So, hinten klart es dann wieder auf, also es sollte noch nicht regnen. So, dann winken wir hier vorne mal der Erdolomiti. Vielleicht haben wir da ja auch Glück, Leute. Ulle, moin! Discover, ja, hätten wir gucken müssen. Ich habe gerade nicht so den Plan. Ich tippe mal auf Malle. Vielleicht weiß es ja einer im Chat. So, die Air Dolomiti. Mal gucken, ob er winkt. Jawohl, er winkt, Leute. Sauber.
Cool, cool, cool. Das läuft doch heute. Die Brücke will nicht, dafür die ganzen anderen. Cool. Schön, da kommt doch Freude auf für den Streamer. Ha, klasse, zwei Winker hintereinander hier vorne auf dem Taxi. Das ist supi. Und Glückwunsch an knapp 500, die das live miterlebt haben. Danke euch. Luckily, two waves back, Air Dolomiti and Lufthansa. Thanks so much to the cruise. Coole Nummer. So, Gelbnase, guten Flug, Takeoff to Beijing. Herrlich, bisschen Kerosindusche hier mal wieder. Klasse, durch die Lufthansa und die Air Dolomiti. So, Bahn frei hier vorne auf dem Taxi für die Air Dolomiti, aber wir nehmen erst noch die Lufthansa Cargo ein Stück mit, die ja so nett gewunken haben in der Gelbnase. So, und Nummer zwei, unser Winkelkandidat, nämlich die Air Dolomiti. Irene Müllauer, moin! So, gestern ein Window-Opener von dem Flieger auf dem Taxi. Heute zweimal hintereinander. In groß und in klein. So muss es sein. So, gleich haben wir hier vorne den nächsten Pushback. Lufthansa Cargo im A321 nach Istanbul. Vielleicht haben wir bei dem Winke-Winke ja auch Glück. Und unsere Air Dolomiti hier fliegt nach Turin. Also, wenn ihr nochmal einen Hattrick haben wollt, Daumen drücken, Pushback gerade von der Lufthansa, vielleicht winkt er ja. Je nachdem, wie er gepusht wird. Fingers crossed, maybe. Waving pilots again. Takeoff to Italy. Air Dolomiti. So, jawohl, die Lufthansa wird zu uns gepusht. Es könnte ein Hattrick am Winken geben. Das wär's ja, Leute. Drei Winker auf dem Taxiway. Das wäre cool. So, vor uns geht's weiter. Eine Weißnase, White Nose, die Brussels to Belgium. Hat auch der Matthias schon reingeschrieben, sehr gut. So, Manu Glücklich ist dabei, Wolfgang Saalberg, Stefan Scholl. Und Grüße auch aus Moskau zum Anton. So, die Brussels nehmen wir noch mit und dann, wie gesagt, Daumen drücken, dass die Cargo-Maschine uns sieht und winkt. Take off. So, 510 Leute sind dabei. Cool, danke dafür. Vielleicht sind die 500 gleich Zeuge vom ersten Hattrick auf dem Taxiway. Thanks for 500 viewers. Fingers crossed for waving pilots again.
Lufthansa Freighter A321 to Istanbul. But first take off Lufthansa A320. Ja, Roland, 9.53 Uhr. Also ich hätte Zeit bis maximal 10. Danach muss ich aufhören, weil der Regengott was dagegen hat. Und ich auch danach echt weg muss. 10 wäre wirklich das Maximum, wo ich könnte. Mein Wunsch war 9:30. Bisher sieht es ja gut aus. So, und Haider Fliege ist auch dabei. Hallihallo. So, Takeoff für die Lufthansa. Ab geht's. Wendy, KLM-Fan, ist auch dabei. Hat die weiße Singapur verpasst und die zwei Winker. Vielleicht bringt die Wendy Glück für die Lufthansa Cargo. So, hier vorne kommt wieder ein Bus. Ist nur die Frage, ist es eine Besucherrundfahrt schon oder ist es einer zum Abholen oder Gäste bringen? Dann hätten wir vorne den nächsten Push und Winker. So, wir halten auf die Lufthansa drauf und drücken ganz fest die Daumen, dass er winkt. Das wäre cool. Fingers crossed. We wanna see waves again. Auf der West haben wir jetzt noch zwei Lufthansas. Einmal ein A321neo und ein A320, wie es aussieht. Aber wir nehmen die Cargo-Maschine mit. Full Focus on Lufthansa Cargo. Die Highfly ist im Endanflug. Ja, ich sehe sie hinten. Aber ich glaube, wir müssen hier vorne die Lufthansa mitnehmen. Ich will Winker Nummer 3. Man sagt ja eigentlich, ich möchte, aber da, ich will es jetzt. Das wäre cool. Aber gut, bei der Cargo war es absehbar. Klappt nicht immer, kein Hattrick. Also dann da hinten einmal die weiße Highfly, habt ihr ja gesagt. A340 Highfly Airlines. Aber weiter für uns geht es hier vorne mit der Lufthansa A321neo. Next Takeoff. Klaus Mack ist dabei. Hallihallo, Klaus. Ja, es kann ja nicht immer klappen, Leute. Wie gesagt, zwei hintereinander waren ja schon toll. Wir sehen jetzt die Lufthansa nach Lissabon to Portugal Lisbon A321neo. Und zwar die Echo Foxtrot. Dann haben wir zwei Austrians auf dem Radar. Aber der Neo wird dann der erste sein, der zu uns runterkommt. Ja, Hagen, du hast gefehlt. Wärst du hier gewesen, hätten wir die Fahne schwingen können. Ich habe mittlerweile 3. So, finally, take off Lufthansa nach Portugal.
So, hinten wird gerade eine Queen gezogen. Wenn sie nicht in die Technik geht, haben wir vielleicht Glück und sie rollt hier vorne lang. Ich bin sehr dankbar an den Wettergott. Wenn ich nach rechts gucke, ist es noch hell. Aber wie gesagt, die Regenfront soll kommen. We expect rain in approximately 40 minutes. So, Lufthansa Cargo to Istanbul, A321. Roland Reitz ist auch dabei. Hallihallo. Ja, an dieser Stelle 1 Stunde 20 live. Schön, dass ihr da seid. Im Chat mitmacht. Hinterher gern mal kommentieren, wie es euch gefällt. Oder ein Like da lassen, abonnieren, Mitglied werden, was auch immer ihr möchtet. So, Takeoff to Istanbul. Ui, macht sogar schon hoch. So, Lufthansa-Freunde, Queen Friends, 747. So, und danke an den Matthias. Banner war ja schon aktiv, aber Danke sagen konnte ich erst jetzt. Ja, thanks to 523 viewers. Nice to have you here. Don't be shy. Feel free to write, like, subscribe or become a member. It's up to you. I appreciate every single action. Ui, da hinten das nächste Highlight des Tages, second Highlight in my stream, Just White, SF Queen. Die ist sonst immer in schwarz, heute ist sie in weiß da, das ist auch geil. Rare livery on this Queen. Usually they will fly in the black livery and today just white again. Das gleiche wie mit der Singapur. Cool, und wir haben sie noch drauf. Und kaum sag ich und zeig es, schreibt zu Matthias auch rein. Danke dafür. Lea Sophie, guten Morgen. So, die SF geht aber definitiv auf der Süd oder auf Center raus. Aber die nehmen wir auch noch mit. Das ist auch noch so ein Highlight des Tages für mich. So, falls ihr fragt, auf der Nordwest kommt gerade nichts mehr runter. Der Himmel sagt, die Wolken ziehen noch einigermaßen zügig weiter. Allzu dunkel ist es von hinten nicht, aber eigentlich soll auch, glaube ich, so eine Front Richtung Süden, so aus Richtung Darmstadt kommen, Rietgebiet. So, Peter Müller schreibt, SF heißt eigentlich Chunfeng. Cool. Danke für die Info. Wie gesagt, das Ding ganz in weiß. Ja, vielleicht machen wir ein weißes Special. Dann laden wir die weiße Singapur hoch. Und die SF ist nur die Frage, was für die Mitglieder ist und was für alle ist. Könnt ihr ja mal im Nachgang gerne reinschreiben unter den Stream. Soll die SF oder die Singapur für die Mitglieder sein und was ist für alle sichtbar? Also gerne mal reinschreiben, hinterher bitte. So, PM ist auch dabei. Ja, ist gut, wenn es in Darmstadt noch trocken ist. Wie gesagt, es sieht auch hinten noch gut aus, aber laut Regenradar soll es halt aus dem Süden, Südwest, soll es herkommen. So, die Lufthansa Queen sehen wir nicht. Die hält jetzt dort, wo vorhin die Feuerwehr ihre Übung gemacht hat. Für die, die am Anfang schon dabei waren, die Feuerwehr hat da hinten so ein bisschen geübt.
mit ihrem Simba. Und auf der Höhe ist jetzt die Lufthansa Cargo. Aber wir nehmen die SF mit, wenn wir sie schon mal in weiß haben. So, aus Fort de France kommt die nächste Condor, schreibt der Matthias. Darf sich gerne hier vorne zu uns gesellen. Also es sind 4 Plätze frei. Wenn da einer kommt auf Brücke, wäre es ja cool. So, die Lufthansa wird hinten zur Technik gezogen. Solange die SF noch rollt, hier einmal die Lufthansa Queen zur Technik. So, Philippe meint, es sind die letzten Flüge von Condor aus Fort de France. Möglich. Weiß ich leider nicht. Aber ist mir auch Hupe. So, die Aerologic in 10 Minuten aus Leipzig. Das könnte nochmal einen Winker geben, schreibt der Matthias. Ja, wenn das Wetter bis dahin stabil bleibt, wie gesagt, ist 10 Uhr möglich. So, hier vorne haben wir gleich die Lufthansa. Die SF rollt noch, also nehmen wir doch hier vorne den Inbound mit. Die Condor, ist das ein blaues Söckchen? Nee, ich glaube grün. Scheint nicht windstill zu sein, sagen wir es mal so. So, mal gucken, ob er kommt. Und hier vorne geht's weiter. Next one, Lufthansa. A320. Mit dem Namen Landshut. Hui, da war doch was. PM, nächsten Samstag gibt's einen Stream, aber da bin ich im Ausland. Da filme ich nicht von Frankfurt. So, Takeoff. So, der Wahl, die Swiss nach Zürich hinten leider auf Short. Die SF rollt immer noch ganz hinter. Mal gucken, ob es Süd geht oder Center. Also Condor Teil 2 wäre natürlich cool. Hier vorne. Aber wie gesagt, wir möchten das Glück ja nicht überstrapazieren. So, da hinten klart es ja sogar mal ein Stück weit auf, aber Richtung Odenwald wird es dunkel. So, hier vorne haben wir noch eine Lufthansa. Ganz hinten sieht man vielleicht, da haben wir, ups, mein Finger ist im Zoom. Ja, da hinten ungefähr ist jetzt die SF. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte das ja die von Matthias angekündigte Aerologic sein, die gleich kommt. So, und derweil kann ich schon mal den zweiten Akku rausholen. Hab nämlich heute keine Powerbank mit. Heute läuft wirklich alles altherkömmlich auf Akku. Wie gesagt, hat er auch nicht allzu lange heute vor. So, wenn die Aerologic jetzt aus dem Bild verschwunden ist oder der Flieger, sorry, ich wusel hier gerade am Rucksack rum. Ja, der ist aus dem Bild, war ja klar. So, sorry, da weiter geht's.
Was, Aerologic nur 4 im Anflug? Achso, nur noch 4, ja. So, wo habe ich denn den Akku hin, Leute? Ach, da unten. Weil den brauchen wir ja, sonst geht's nicht weiter. Was, Harzer Kind? Wo ist Harzer? Olaf ist auch dabei. Grüße an Olaf und auch an die Tina. So, für uns geht es jetzt erstmal weiter hier vorne mit dem Takeoff von der Lufthansa. Und dann gucken wir, ob wir die Brücke kriegen von der Aerologic oder von der Condor. Vielleicht ist es auch schon vorbei, ich habe es gerade gar nicht gesehen. Und natürlich die weiße SF, die rollt nämlich jetzt auch wunderbar hinten Line-Up. Und dann haben wir die Gewissenskonfliktfrage, Brücke oder SF. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl, dass wirklich die Condor kommen könnte. Also wenn die Condor kommt, sie tut's. Und die Aerologic, dann müssen wir wirklich die SF sausen lassen, Leute. Weil, nein, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Die zweite Condor, coole Sache, Leute. Vielleicht haben wir Glück und die winkt. Second Condor A330 over the bridge in this stream. So, das linke Triebwerk ist sehr, sehr ruhig. Scheint aus zu sein, aber ich bin da nur Amateur. So, und Condor Nummer 2, leider nicht gewunken. Dann schnell wieder zurück. Gucken wir mal, wo die SF ist. Schade, zweimal Condor und zweimal nicht gewunken. Grün ist doch die Farbe der Hoffnung. Aber macht ja nichts. Vielleicht haben wir ja Glück mit der Aerologic. Ihr habt wenigstens fleißig mitgemacht. Schön. So, die SF geht dann doch auf die Center und nicht auf die Süd. Ja, mal gucken, wann er kommt. Bestimmt zeitgleich mit der Aerologic. Das wäre wieder ärgerlich. Nase läuft hier. Frank Brüning, moin. Ja, was, Andreas Fiedler, Discover-Brücke? Discover. War das nicht eben die Aerologic? Jetzt macht er mich ja aber schwach. Navy Jack, moin. Tatsache, die Discover. Es war gar nicht die Aerologic. Sorry dafür. Ja, und der nächste Takeoff ist dann die weiße SF. Ach Leute. Die SF oder Brücke. Wir nehmen die Brücke mit. Wenn ich nur wüsste, ob da jetzt der Pilot drin sitzt, den ich kenne, wären die Chancen fürs Winken höher. Aber die weiße SF hatten wir wenigstens eben schon mal kurz beim Taxi im Bild.
so, Disco, genauso. Wink, ängstlich. Takeoff, SF Airlines. Die Discover kennt das vielleicht auch nicht, dass hier vorne gewinkt werden kann oder gewinkt wird. Hoffen wir mal, dass sie das demnächst verbessern. Versucht habe ich es jedenfalls. So, der nächste. Ein eigentlich, sagen wir mal, 90% Winkelkandidat. Jetzt haben wir die Aerologic 777. Und jetzt endlich das dieswöchige Geburtstagskind, der Manu, mein Moderator, der W, hat es auch geschafft. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, der W, mein Moderator, der Manu, hatte Geburtstag diese Woche. Wann, sag ich nicht. Wer will, darf ihm gerne nochmal nachträglich gratulieren. So, hier haben wir die Condor. Und hier die Disco. Und ganz hinten die Lufthansa, die zur Technik reingezogen wurde. Ja, schade echt, dass das mit dem Winken bei der Disco jetzt nicht geklappt hat. Oder auch bei der Condor. Aber so ist das. Heute gewinnt echt das Winken auf dem Taxiway. Es tröppelt wieder. So, Lohnunternehmen ist auch dabei. Sarah, pssst. Es wird hell, aber es tröppelt. Ist auch wieder lustig. So, hier vorne parkt die Disco. Und dann hoffen wir mal, dass die Aerologic sich erbarmt und winkt. Carsten Kulka, moin. 564, danke dafür. Thanks to all viewers. Please leave a like. It's for free. Liken kostet nichts. Und ihr tut mir und meinem Team einen Riesengefallen. So, Discover parkt neben der Queen, dahinter noch eine grüne Condor, hier vorne die nächste. Bin ja mal gespannt, wo sie dann die Aerologic hinstellen. Eigentlich müssten sie sie, wenn sie kommt, glaube ich, hinter die Condor hier vorne stellen. Ansonsten wird es eng. So, Melanie Telshow ist auch dabei. So, dann spannen wir doch mal den Schirm auf. Auch wenn es hell ist, tröppelt es gerade ein bisschen stark. Und in der Tat, die Aerologic kommt nicht, hier Leute. Hier vorne ist kein Platz. Hier ist die Queen, die Condor, die Disco und noch eine Condor. Die Aerologic rollt weiter. Also keine Brücke. Uwe ist auch dabei, und zwar der Uwe Laffin. Ich würde mal sagen, bis 10, wie gesagt, machen wir noch. Ansonsten, wenn es trocken bleibt, so lang, wie ich Zeit habe. Denn die Uhr muss ich im Blick haben heute. So, wir kriegen eine blaue Socke zur 18. Endlich, der Manu macht seiner Tätigkeit mit dem Schraubenschlüssel wieder alle Ehre. So, ansonsten kriegen wir noch eine kleine Disco. Niklas ist dabei. Und Planespotter JK hat es dann auch geschafft. Sehr schön.
So, Lufthansa, Condor, Discover und Sun Express sind die nächsten. Dann gucken wir mal, wie der Akku von der Kamera hält. Und vor allen Dingen das Wetter. So, Takeoff, Lufthansa A319. So, da hinten seht ihr nämlich, es ist dunkel oder wird dunkler. So, hier das blaue Söckchen. Ja, das hätte ich heute auch Familienmitgliedern gegönnt. Andreas Fiedler, hier vorne ist einfach so gesehen kein Platz mehr. Deshalb fährt die Aerologic hinten andersrum, weil hier vorne zwei Condor-Maschinen stehen, die Discover und ein Lufthansa-Jumbo. Hier vorne ist eigentlich nur noch Platz für eins, zwei, ich glaube für drei kleinere. So, die Condor wird wohl die Sun Express lassen. Ist nur die Frage, ist es eine Max oder eine normale? So, dann kündigt Big Ben noch eine gelbe Condor an, ein gelbes Söckchen im A320 nach La Palma. Matthias war dabei und geht ins Warme. Tschüss Matthias und Grüße auch nach Madeira. So, dann haben wir eine Austrian, die Lufthansa, jetzt haben wir eine richtig kleine Parade hier. Also, Condor, Sun Express, Discover, Lufthansa, Austrian and we're waiting for another Condor. Aber zuerst darf wohl die Sun Express. So, spanne ich den Schirm jetzt ab. Ja. Nein, kaum mache ich ihn zur Seite, es tröppelt immer noch. Lassen wir es lieber drauf. So, wer kann denn mal die nächsten Takeoffs hier ankündigen? Wohin die gehen? Die Condor, die Sun Express, die Lufthansa, die Austrian ist ja klar, das muss man nicht verraten, aber Condor, Sun Express und die Lufthansa wären cool. Ah, also die Sun Express geht nach Bodrum. Und es ist Gott sei Dank eine 737-8, so wie es aussieht. So, Takeoff 737 to Bodrum, Turkey. So, die Lufthansa nach Sevilla, die Condor in Blau nach Hurghada. Danke euch. So, next one, Lufthansa A321 to Spain, Sevilla. Condor 757 in Blue to Egypt, Hurghada and Austrian A320neo to Vienna. So, here we go. Take off. Short, seht ihr kurz die Swiss.
Ui, hier vorne hat eine Air Dolomiti Push. Vielleicht winken die ja wieder, das wäre cool. So, die Austrian zur Leo. Dann würde ich sagen, 13 Minuten bis 10. Ich glaube, wenn ich das da hinten so mit dem Wetter sehe, wäre 10 wirklich eine gute Möglichkeit, um aufzuhören. Wenn es natürlich doch noch trocken bleiben sollte und die Technik vom Akku her mitmacht, könnte es auch 9:15 werden. So, auch Klaus Konrad ist dabei und gratuliert dem Manu der W zum Geburtstag. Er hat ja diese Woche gehabt. Austrian im Neo, cool. So, und wir kriegen eine Queen Inbound. Alles wieder auf einmal. So, hier vorne die Air Dolomiti fliegt dann wohl für die Lufthansa nach Luxemburg. Danke dafür. Da hat sie ihren Push. Wir versuchen gleich wieder zu winken. So, an alle Queen-Freunde, hier haben wir die Lufthansa 747 inbound. Und im Hintergrund ganz schwach schon zu sehen nach La Palma, die gelbe Condor. Also wir könnten echt nochmal 10 Minuten schönes Programm haben. Daumen drücken, dass es trocken bleibt, Leute. Takeoff Austrian nach Wien. More than 500 viewers, please leave a like, it's for free. Gerne mal auf den Daumen nach oben, Like-Button drücken. So, der dürfte dann in einer Stunde zehn ungefähr bei der Leo sein in Wien. Gleich gibt's blaue Herzchen, Blue Hearts Condor. Boeing 757-300 to Egypt Hurghada. So, mal gucken, wie der Wind ist, ob er ein bisschen korrigiert. Oh, sieht gut aus. So, ein blaues Söckchen und dann nehmen wir gleich das Gelbe noch mit und es tröppelt. Mensch, Seat, kurz vor Schluss hat er es geschafft. Grüß dich, Cheerio, auch dabei. Genau, alle guten Dinge sind drei. Vielleicht haben wir jetzt den Hattrick mit dem Winken. Aber zuerst noch die Condor, dann noch ein gelbes Söckchen. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, wie das Wetter so wird. Ohrstöpsel, ja, ja. So, die Condor, die 757, macht mit Sicherheit nach dem Start wieder ein paar schwarze Streifen. So, hinter mir sieht es noch gut aus. Kann aber sein, dass ich wirklich gleich aufhöre. So, Takeoff. So, Leute, wir kratzen an den 600 Zuschauern. Cool. Close to 600 viewers. Gerne nochmal teilen oder helfen, dass wir die 600 mal voll kriegen, wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Please help us to reach 600 viewers. So, nach der Socke ist vor der Socke eine gelbe. Peter Schneider ist dabei, grüßt aus der Schweiz. So, die Emirates nach Dubai kommt, schön. Wie gesagt, also 10 Minuten würde ich noch, Leute, und dann hängt es echt vom Wetter ab. Und wie gesagt, ich habe noch einen Termin, so wie das Handy klingelt, müsste ich dann aufhören. So, das ganze dunkle Gebiet darf gerne da hinten bleiben. Ich glaube, wir lassen die Condor sein. Ich möchte winke, winke. Vielleicht haben wir ja Glück mit der Air Dolomiti.
wäre cool. Wir versuchen es, Leute. Na komm schon. So, wollte nicht, aber macht nichts. Takeoff für die Condor nach La Palma. Dann haben wir noch die Air Dolomiti nach Luxemburg, zwei Lufthansa CRJs, eine normale. Und ich glaube, dann nehmen wir die Emirates als Closeout mit, weil es wieder zu tröppeln anfängt. So, und der zweite Strumpf, die zweite Socke in der Luft. So, Lufthansa CRJ, Lufthansa A320, Air Dolomiti CRJ and Lufthansa again. And I'm waiting for Emirates 777 to Dubai. And it starts to rain. So, takeoff. Takeoff brechen wir ab. Ich brauche meinen Schirm. Vielleicht sieht uns aber jetzt die Lufthansa hier vorne, ja, durch den Schirm. Das wäre cool. Jawoll! Da haben wir doch den Hattrick. Coole Nummer, danke. Die Lufthansa hat gewunken, schön. Ui. Und ein Heavy. A330 Starlines Livery dürfte dann die Air Canada sein. Wenn mich der Flugplan nicht täuscht. Der ist aber so hoch, ich kann gerade nicht höher wegen dem Wetter. So, dann sehe ich auch die Emirates schon von links. Der Wind wird etwas stärker, wie angekündigt. Raphael Lange grüßt aus Chemnitz. Uli ist auch dabei. So, Leute, jetzt kommen wirklich dann die Windböen. Also die Emirates wird der letzte für mich im Stream sein, dann baue ich ab, weil nochmal so ein Windchaos und Regen wie gestern, auch wenn es nur 10 Minuten gedauert hat, hoppla, brauche ich nicht, weil es war wirklich alles klatschnass. Also wenn das Getröppel nicht wäre, wäre es mir ja egal, aber bei unserem Glück regnet es dann leicht und es ist windig und das ist Gift. Ich kann jetzt auch den Chat nicht mehr mitlesen. Ich decke hier so gut es geht alles ab und habe gerade ganz starken Rückenwind. Wie gesagt, die Emirates machen wir noch und dann ist Sense. Ich glaube, ihr habt dafür Verständnis. Außerdem war 10 Uhr sowieso angepeilt als Ende. So, Air Dolomiti to Luxemburg. Lufthansa to Sevilla, wenn ihr recht habt. Und die Emirates ist auch da und dann ist Sense. So, cool. Jetzt hat es gerade aufgehört zu tröppeln. Aber es zieht sich hinter mir etwas zusammen. Uwe, moin. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf Ostern. Ich hoffe, ihr seid da alle dabei und schaut mal rein. Da wird es zwei tolle Streaming-Tage im Ausland geben. Ostersamstag und Ostersonntag.
So, the last three takeoffs, Air Dolomiti, Lufthansa and Emirates. So, und auf Cargo City Süd kommt ganz ehrlich die Cathay Cargo Queen. Wenn wirklich der Wind so bleibt wie jetzt, es nicht doller pieselt und mein Handy nicht klingelt, könnte ich es für die noch wirklich versuchen. Aber ansonsten wäre nach der Emirates Schluss. So, was nach Valencia? Auch gut, genau, Hauptsache Spanien. Wie gesagt, Wind oder Regen, eins ist okay, aber beides wäre schlecht. Wie gesagt, Leute, noch bin ich da. Die Croatia im Propeller rollt auch. Huiuiui. Ja, wie gesagt, das hängt vom Wetter ab und vom Handy. Jetzt habe ich dazu genug gesagt. Deshalb weiter im Text. So, Air Dolomiti will nicht, auf Short will die Lufthansa auch nicht. Und es rollt hier vorne ein Follow-Me-Fahrzeug lang. Scheinbar ist da was auf der Bahn. Wir wissen es nicht. Aber in der Tat ein Runway-Check. Das heißt, es gibt Stau. Aber Safety first. So, einmal Traffic Jam und Stau. Heißt für mich länger gleich im Wind und im Regen stehen. Aber für euch, wir nehmen die Cathay mit, wir nehmen dann wohl doch noch die Dash Croatia Propeller mit. Alles natürlich unter der Voraussetzung, Wetter ist stabil, Akku macht mit und mein Handy klingelt nicht. So, der fährt aber echt ganz runter. So, Traffic Jam due to a runway check. Air Dolomiti, Lufthansa, Croatia. In the background, Cathay Pacific, Cargo Queen and Emirates 777. Tobias Roth ist dabei. So, spannen wir den Schirm wieder ab. Und der Wind kommt wieder. Aber das ist mir egal, solange es trocken ist. Kalte Finger gibt es hier auch allmählich. Yay, 600 sind dabei. Cool, 600 Viewers. Dankeschön. So, Traffic Jam, Stau an der West. Aufgrund eines Runway-Checks. So, hier mal die Größenverhältnisse. 777, Emirates, Lufthansa, Airbus, Embraer, Air Dolomiti and Croatia Dash im Propeller. So, jetzt kommt von hinten sogar der Polizeihubschrauber an der West entlang. Was da denn? German Police Helikopter auch noch an der West. Sind da irgendwelche Kleber unterwegs oder was? Das geht ja gar nicht. Kann natürlich auch nur ganz spontane Zufälle sein, aber wie gesagt, sicher ist sicher. Okay, alles ist wieder frei. Ready, traffic again, take off Air Dolomiti. Und auf der Center haben wir gerade die Delta.
schmieren hier echt die Finger ab, Leute. Das ist echt ein kalter Wind von hinten. Übel. So, weiter geht's. Mit der winkenden Lufthansa. Nee, keine Drohne, alles gut. Die Polizei macht jetzt nur hier einen Rundflug. Ist das überhaupt die Polizei da hinten? Schauen wir doch mal. Ja. Fliegen heute mal die andere Route, erst so rum. Ui, jetzt kriegen wir auch noch Brücke. Leute, jetzt kommt ja wieder alles auf einmal hier. Dann lassen wir doch gerne mal die Lufthansa kurz sausen. So, weiter geht's. Brücke. Und dann schnell zur Emirates. Und zum Propeller. Und zum Hubschrauber. Und zur Queen. Und. Aber wie gesagt, alles was jetzt ist, ist wirklich nur noch Bonus. Wenn es klingelt, ist Schluss. So, Emirates ist dann wohl der nächste. Also Brücke, beeil dich, Air Dolomiti. Hallo, Dolomiti, wink. Na, ist die Frage, will er oder will er nicht? Er wartet, jetzt müssen wir uns beeilen. Weil die Emirates auch gerade auf die Bahn rollt. Na komm, wink, winkt er? Nö. Macht ja nichts. So, das war die Air Dolomiti. Für uns geht's. Ui, das ist doch die Cathay Cargo ohne Pacific. Cool. Also sehen wir doch die neue Livery. Hat gewunken. Ja gut, wie dem auch sei. Schön für uns. Es tröppelt, schlecht für mich. So, Emirates 777. Next one to Dubai and Croatia Dash. Cathay Cargo Queen in the new livery. Cool, cool, cool. Take off 777, here we go. So, im Hintergrund seht ihr ja, wie es dunkel ist. Dort pieselt es richtig. Ich kriege nur die leichten Ausläufer mit, aber es langt, dass die Technik nass wird. Und man soll den Stream ja mit einem Heavy beenden, also mit viel Dusel kommt die Cathay wirklich direkt hier vorne zu uns an den Kopf. Mitte wäre schade. So, 637. Cool, Leute, dass ihr alle jetzt reinschaut. Danke dafür. Thanks to more than 600 viewers. Thanks so much. So, dann next takeoff on short. Lufthansa Embraer. Ich glaube, es war nach Italien. So, New Livery, Cathay Cargo, ohne Pacific. But first, Dash Croatia. Und ich würde mal sagen, ich wechsle mal ganz schnell den Akku, Leute. Stay tuned, I have to change the battery. So, und da sind wir wieder. Back live on air. Mist, ich glaube, die Cathay geht auf Mitte. Ja. So, ich glaube, der Ralf kommt. Sieht aus wie der Ralf Glatze. Das wäre cool. Dann könnte ich, wenn ich eine hätte, mir den Schirm hält, ja doch noch ein bisschen ziehen. So, die Croatia. Ach Leute, das macht gerade tierisch Bock. Ja, also nach der Cathay wird wohl Schluss sein, dann habe ich wirklich Programm. Hey, ich hatte recht, das ist der Ralf. Hi, grüß dich.
bist du wieder live dabei. Ja, allerdings alles gerade ein bisschen zu Brot. 10 Minuten mache ich noch, dann muss ich zur Familie. Da ist Sense. Ja. Ja. Aber ich habe Glück. Also im Vergleich zu gestern war das ja... Oh, gestern kam mir voll die Suppe runter. Viertelstunde. Scheiße, ne? Regen, wirklich Hagel. Das war Zufall, was ich gerade gesehen habe. Und oh, ja. Hi. Auch schick. Ja. So, vielleicht haben wir Glück und kriegen den vierten Winker. Wir hatten ja heute schon Glück. Drei haben ja gewunken. Vielleicht winkt die Lufthansa hier noch. Na, guckt er? Nein, schade. Gut, zu spät entdeckt. So, Croatia Dash. Lufthansa, 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 dann die Queen. Und dann machen wir Schluss, dann muss ich nämlich zusammenpacken. Victor, grüß dich. So, Propellerfreunde. Die Croatia. Schon auch lustig gewesen, die zwei Condor-Maschinen und die Discover kamen alle hier über Brücke heute. Shit. Ja. Das, war das der High Fly war ich drin. Oh hier, die weiße, ja genau. Genau, Oh ja. So, Takeoff für die Croatia. Okay. Hast du Zeit, ja? Ja. Wann kommt denn der ungefähr? 11:30, ne, oder? 11? 11:46. Na, das schaffe ich nicht. Blaulichtspotting, gute Frage. Also ich finde jetzt zweimal in der Woche nicht wirklich viel. Da gibt es andere, die täglich hier sind. Ich glaube, da verwechselst du mich. So, hier die neue Lackierung von der Cassay Cargo. Ohne Pazifik. Thorsten, ja, schön, dass du den Weg gefunden hast. Wie gesagt, 10 Minuten maximal, dann ist Sense. So, weiter geht's. Lufthansa A320. Oh, hier hinten haben wir eine türkische mal in der 737. Heute nicht im A330 oder im A321. So, schön, dass die Cassay alle anderen noch vorlässt. Ich würde den Stream mit der Cassay definitiv beenden, egal was hier an der West noch ist. So, was haben wir denn da hinten? Ah, sah erst so dunkel aus. Ich dachte, das wäre am Ende die Jordanien. So, Leute, ich glaube, ich muss den Stream abbrechen, weil wenn ich dahinter an die West gucke, ihr seht das jetzt nicht, da kommt es gerade übelst runter. Da ist dunkel und es pieselt. Also, ja, schwierig, ob ich die Cassay wirklich noch mitnehmen kann. Ich hoffe, sie geht als nächstes raus. So, Takeoff Lufthansa. Ich glaube, da kommt von der West ordentlich was runter. Ich hätte so gern die Cassay noch mitgenommen, aber ich glaube, ich baue lieber ab. Ja, leicht kommt es trotzdem, das ist Käse. Oder die beeilen sich jetzt alle und dann ist gut. Wobei, wenn es ja pieselt und der Wind nicht ist, geht's auch.
Spaß. Ja. So, auch nochmal schnell den Schirm ausgepackt. Ja, es regnet echt ordentlich, Leute. Ich hoffe, dass die Kesse gleich rausgeht. Hier vorne haben wir nur noch zweimal die Lufthansa und dann ist Schluss. Und dann heißt ganz schnell abbauen. Wenn ich dann nass werde, ist es mir egal. Der Rucksack, alles ist mir wurscht, aber halt nicht die Kamera oder das Tablet. Aber dann haben wir ja eigentlich Glück gehabt. Bis 10 wollte ich machen. Jetzt haben wir kurz nach 10, also bis 9:30 hatte ich vor. 10 wäre das Maximum. Sind wir ja schon im Bonus, von daher habt ihr Glück. So, Takeoff Lufthansa A321. So, letzte Chance, um was in die Kaffeekasse zu werfen, zu liken, zu abonnieren. Last chance to donate, subscribe or like the stream. It's getting windy again and the rain is here. So, luckily for us, Kesse Queen is moving and rolling on runway 18. So, last takeoff in my stream today, Kesse Pacific Cargo. An dieser Stelle sage ich jetzt schon mal Tschüss, danke an alle, die da waren, wünsche euch einen schönen Sonntag. Schaut gerne nachher in München beim Thomas vorbei. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächstes Wochenende beim ersten Stream von mir im Ausland wiedersehen. Und wie gesagt, bis dato eine schöne Woche. Thanks to all viewers, last takeoff in my stream today. I hope to see you again next weekend. Then I'm gonna stream from another airport in Europe. Have a nice Sunday, stay tuned. And here we have the last takeoff, Kesse Queen to Italy, Milano, nach Mailand. Here we go. Schirm halten, Leute, und zoomen, und die Kamera ist schwierig. Ja, also ich fliege hin. Der Flug ist weniger als 2 Stunden. Und ja, mehr wird noch nicht verraten. Das machen wir am Donnerstag oder am Freitag. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war's das für heute. Habt einen schönen Sonntag. Wie gesagt, heute Mittag, wer will, gerne bei Thomas ab 12 vorbeischauen. Bisschen Werbung und Spoiler für Thomas. Und dann war's das. Tschüss, macht's gut. See you next time. Bye, bye, euer Marcel. Tschüss.